den Affen vertreiben als Basisübung. Erstmal Hände auf den Unterbauch, Beine gebeugt, dann mit einer Hand beginnend, gerne spiegelmäßig. Eine Hand drückt nach vorne, dann diese Hand, Handfläche dreht sich nach unten, geht bei gerundetem Arm nach hinten und die Handfläche am Ohr vorbei, nach vorne drücken, als würden wir sagen Stopp. Dann Handfläche nach oben auf Schulterhöhe und von hier aus wieder zum Ohr und nach vorne Stopp. Wieder zum Dantien, auch mit der anderen Hand Richtung Ohr und nach vorne. Und wieder nach unten an der Hüfte vorbei, wieder bis auf Schulterhöhe. Auf Schulterhöhe nach vorne schieben und dann wieder auf Hüfthöhe. Leicht absenken bei gerundetem Arm durch die Körperdrehung und wieder nach vorne. Die ganze Bewegung jetzt mit beiden Händen. Eine Hand schiebt über die andere. Genau die gleiche Bewegung, die wir eben mit den Händen einzeln gemacht haben, jetzt zusammen. Eine Hand schiebt vor, die andere zieht zurück. Beide Handflächen drehen sich nach oben auf Schulterhöhe wie eine Waage. Und dann wieder am Ohr vorbeischieben über die vordere. Leichte Drehung der Wirbelsäule, die Knie, das Becken gehen so gut es geht nicht mit. Beine gebeugt, wie auf einem Stuhl sitzend. Wir können uns auch vorstellen, etwas ist auf der Hand und das würden wir herunterschieben. Bis hierhin erstmal und dann die Beine wieder längen. Okay, danke fürs Mitmachen. Tschüss.